In diesem Video werden die wichtigsten Änderungen der Windows-Software Track of the Day vorgestellt. Viel Spaß! Auch bei Version 5.11 haben sich wieder viele Nutzer von Garmin Basecamp aktiv eingebracht. Die Garmin-Software Basecamp kann innerhalb einer Liste Tracks, Routen und Waypoints gleichzeitig darstellen. Waypoints werden in Basecamp häufig genutzt, um POIs zu symbolisieren. Auch ist es in Basecamp möglich, die Namen von Wegpunkten als kleine Markierung auf der Karte anzuzeigen. All das gibt es mit der neuen Version auch in Track of the Day, aber mit stark erweitertem Funktionsumfang. Über das neue Kontextmenü des Action-Buttons für das Ein- und Ausblenden von POIs kann nun die Darstellung der POIs umgestellt werden. Wie das funktioniert, sehen wir hier. Über das gleiche Kontextmenü ist auch der neue POI Live View erreichbar. Der Live View ist eine dynamische POI-Liste, die an den aktuellen Kartenausschnitt gekoppelt ist. Die angezeigten POIs können vielfach gefiltert zur Karte hinzugefügt und wieder entfernt werden. Das Live View Fenster kann man an einem der Ränder des Displays andocken oder auf einem separaten Display anzeigen. Abhängig von der Breite des Fensters sind Funktionen für den Abruf weiterer Informationen, die Erstellung von Wegpunkten und das Löschen von POIs verfügbar. Zu allen POIs mit Bildern gibt es auch eine Bildvorschau. Hier wird nun gezeigt, wie man weitere Informationen zu einem der gelisteten POIs abrufen kann. Über die beiden Symbole mit dem gehenden Mann kann eine Route bei einem POI starten oder zu einem POI führen. Ein Klick auf das Symbol mit der schräg gestellten Pinnnadel führt bei einem POI einen Via Point in die Route ein, wobei der Name des POIs übernommen wird. Die im Kartenausschnitt gezeigten POIs kann man über den Namen und die POI-Kategorie filtern.
Alle PUI-Symbole sind mit den Listenelementen gekoppelt. Ein in der Liste selektierter PUI wird auf der Karte rot hervorgehoben. Ein Doppelklick innerhalb der Liste zentriert die Karte bei dem jeweiligen PUI. Wird ein PUI in der Karte mit der Maus, den Fingern oder einem Stift markiert, wird er auch im PUI Live View selektiert. Hat man einen von mehreren PUIs einer Route hinzugefügt und benötigt weitere PUIs im gleichen Kartenausschnitt nicht mehr, kann man sie über das Symbol mit der Schere aus der Karte entfernen. Mit der weißen Mülltonne können alle PUIs innerhalb des Kartenausschnitts von der Karte entfernt werden. Um PUIs auch aus der Datenbank zu löschen, klickt man auf die rote Mülltonne. Über Kontextmenüs kann man diese Löschoperation auch umkehren oder auf alle Elemente außerhalb des aktuellen Kartenausschnittes anwenden. Das PUI Live View Fenster ermöglicht auch den direkten Aufruf des PUI Rangefinders. Damit findet man schnell passende PUIs in der lokalen Datenbank für den aktuellen Kartenausschnitt. Mit den weiteren Symbolen lassen sich die angezeigten PUIs ausblenden oder die Darstellung umschalten. Eine weitere Neuerung ist die Überarbeitung der PUI Supersuche. Diese Suche ist jetzt extrem schnell und liefert noch bessere Suchergebnisse. Bei Suchoperationen an einer Location symbolisiert nun ein roter Kreis den ungefähren Suchradius. Um den Suchradius zu vergrößern, zoomt man einfach aus der Karte heraus. Zoomt man hinein, wird der Suchradius verkleinert. Zoomt man sehr stark hinein, sind auch Treffer außerhalb des Suchradius möglich. Der maximale Suchradius beträgt etwa 100 Kilometer. So findet man für Ziele wie beispielsweise Korsika mit einigen wenigen Klicks PUIs aus unterschiedlichsten Kategorien. Um bei vielen PUIs die Übersicht nicht zu verlieren, wurde der neue PUI Live View entwickelt. Eine weitere Änderung ist die Vereinfachung des Kontextmenüs der Hauptkarte. Einige weniger häufig verwendete Funktionen wurden in Untermenüs ausgelagert, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Außerdem wurden Kontrast und Deckkraft des Menüs verstärkt, sodass alle Menüs nun besser lesbar sind. Alle Fragen zu Track of the Day können jederzeit über das Kontaktformular gestellt werden. Vielleicht besuchst du auch die Track of the Day Community bei Facebook. Hier kannst du dich kostenlos und unverbindlich mit anderen Nutzern austauschen und erhältst regelmäßig Tipps rund um Track of the Day. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss!